Hey zusammen und damit ein ganz unglaublich herzliches Willkommen zum Motoblog, der nächsten Ausgabe der Videoreihe Sportza 48 vom Schnapper zum Traumbike, in dem wir Benes Sportza 48 seinen Vorstellungen entsprechend umbauen. Diesen Satz werde ich vermissen, denn das ist vorläufig wohl die letzte Folge in dieser Videoreihe. Wir sind soweit schon durch, wir haben alles soweit umgesetzt, wie er sich das vorstellt. Eins haben wir noch und das ist das heutige Stichwort, deswegen hast du dieses Video vielleicht auch eingeschaltet. Klappenauspuffanlage. Klingt super, bitteschön. Jawohl. Kern liefert das, was wir heute an der 48 verbauen werden. Geliefert wird das ganze System in so einer schicken Holzkiste, also du musst da nicht mit einem ollen Holzkarton vorlieb nehmen, der von irgendwelchen Postboten im schlimmsten Fall durch die Gegend geworfen wird. So, die Schrauben, die den Deckel hier halten, habe ich schon rausgenommen. Schauen wir doch mal rein. Okay, schauen wir mal, was wir hier haben. Als erstes haben wir so einen kleinen Flyer, der zeigt uns, was sonst noch im Angebot ist. Beispielsweise gibt es das Ganze auch hochchrom glänzend. Nächste Seite zeigt dir nochmal eine andere Endrohr-Variante, so nach unten gebogen. Das ist ganz geil, du kannst dir das Ding also so zusammenbasteln, wie du es gerne hättest. Und hier sind auch nochmal weitere Beispiele. Dann haben wir hier noch eine Rechnung und ganz interessant sind vielleicht diese Details, eine Anbaueinleitung und ein bisschen Anbaumaterial. Was uns aber interessiert, liegt hier noch weiter in der Kiste. Hier haben wir ganz schick diesen Versteller für die Klappe, den wir gleich noch anbauen werden. Ein sehr, sehr, sehr schick gelungenes Teil auf jeden Fall. Und dann diese zwei Endtöpfe. Ran an die Maschine. Wir achten als erstes darauf, dass die Bude sicher steht. Wir haben sie hier vorne in so eine Motorradwippe gestellt. Ich rate dir davon ab, sie nur auf dem Seitenständer stehen zu lassen, denn wenn du hier daran rumarbeitest, könnt ihr dir der Seitenständer einklappen und die Bude liegt auf der Seite. Gibt Kratzer, wollen wir nicht so. Gut, unseren Kratzerschutzlappen, den kennst du aus den anderen Folgen, den habe ich schon bereitgelegt. Wir beginnen jetzt damit, die Endtöpfe zu demontieren. Wenn du dich daran machst, achte darauf, dass du hier zölliges Werkzeug benutzt. Na, das Ding kommt aus den USA. Wenn wir die Endtöpfe dann gleich abziehen, achte darauf, dass du an den Krümmerrohren nicht allzu sehr wackelst, denn sonst kann es sein, dass dir hier oben die Dichtungen kaputt gehen. Die beiden Töpfe runter, hast du jetzt die Gelegenheit, mal dort sauber zu machen, wo du sonst aufgrund der Töpfe nicht rankommst. Möchtest du das tun? Nein. Alles klar, machen wir weiter. Das sind die zwei neuen Endtöpfe, die wir hier haben. Sie sind im Aufbau zwar identisch, aber sie haben unterschiedlich lange Bautenzüge. Dementsprechend musst du darauf achten, sie richtig rum anzubauen. Ne? Also da mit dem kürzeren Bautenzug. Der kommt nach vorne und der mit dem längeren Bautenzug, das ist dieser Kollege, der kommt nach hier hinten. Unter dem Video mit der Klappenauspuffanlage, die wir an das Sportglide gebaut haben, kam neulich die Frage auf und die möchte ich hier mal beantworten, so habe ich es versprochen. Der Cut sitzt hier in dem Endpot. Wir schauen da mal ganz kurz rein. Schau mal, kannst du das sehen? Brauch noch ein bisschen Licht. So kannst du das sehen. Siehst du, da sitzt der Cut drin. Wenn dir der beim Anbau zufälligerweise rausfällt oder verloren geht, wäre natürlich schade, weil die Kiste dann noch dumpfer und lauter klingt. Darfst du aber nicht fahren, habe ich darauf hingewiesen. Ne? So, los geht das. Das ist jetzt die Stelle, an der du, wenn du willst, deine dir konfigurierten Endkappen an die Maschine schrauben willst. So zum Beispiel, wenn ihr jetzt in dem Moment halt sagst, oh nee, gefällt mir doch nicht oder will ich dann doch anders haben oder du hast noch was Schickeres gefunden, dann lässt du das jetzt sein, machst das im Anschluss. Was wir aber auf jeden Fall von den
originalen Endtöpfen brauchen, ist diese Schelle, die kommt jetzt hier vorne drauf und dann schrauben wir die ganze Karre wieder zusammen. Gut, an dieser Stelle sieht das Ganze jetzt wieder vollständig aus. Wenn du die Pötte anschraubst, achte darauf, dass du erst hier unten die beiden Schrauben ansetzt und dann die Schelle befestigst. In diesem Fall müssen die Bautenzüge noch frei zugänglich sein. In diesem Fall wäre es falsch, den Bautenzug unter dieses Rohr zu stecken, denn dort wäre das Teil dann halt zu stark geknickt und könnte sich nicht mehr bewegen. Ne? Dieser Bautenzug ist jener, der hier drin die Klappe verändert. Ist das soweit alles sauber, dann verlegen wir jetzt die Bautenzüge. Schau mal, ich habe das jetzt hier drunter gelegt, sodass ich das noch frei bewegen kann, aber nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt. Es wäre jetzt also nicht richtig, den Bautenzug hier am Endschalldämpfer mit einem, ja, am besten Kabelbinder zu befestigen. Ne? Der würde dir ziemlich schnell wegschmoren. Wir gehen, wie ich schon sagte, hier drunter und danach auf der Innenseite, schau mal, hier ungefähr kannst du meinen Finger sehen, ne, nachher wieder nach oben. Hier kommt auch schon der Bautenzug von dem vorderen Pott, von dem hier. Und zusammen marschieren die beiden dann hier vorne am Rahmen nach oben. Hier vorne, wo der Tank befestigt ist, wird gleich dieser Versteller angeschraubt. Mit Hilfe von diesem Kollegen kannst du die Klappe oder die Position der Klappen verändern. Die Bautenzüge werden von unten in diesen Versteller eingesetzt und dann kannst du diese Endstücke hier vorne von der Seite einschieben. Am besten positionierst du das Ganze ungefähr so, dann passt das von einer Seite rein, kannst du auf die andere Seite durchschieben, den zweiten Bautenzug einsetzen und fertig. Ist das erledigt, dann kann diese Schraube hier oben wieder eingesetzt werden. Diese verhindert, dass der Versteller diese Endposition erreicht, indem die Bautenzüge halt rausrutschen können. Diese Schraube also dort einschrauben. Siehst du wohl, das war gar nicht so schwierig. Über den Sinn oder Unsinn von Klappenauspuffanlagen möchte ich mich hier nicht mehr unterhalten. Unter dem Video, das wir bei der Sportglide hatten, da wurde ja mehrfach erwähnt, dass solche Auspuffanlagen schuld daran sind, dass wir Motorradfahrverbote kriegen und etc. pp. Jedem seine Meinung. Dankeschön. Wichtig ist, dass du weißt, es gibt zwei Positionen an diesem Schalter. Street und Sport heißen sie in diesem Fall. Du hast eine straßenlegale Position und eine für Showzwecke verwendbare Position. Sie heißt hier Sport. Du darfst nicht in diesem Sportmodus auf der Straße unterwegs sein oder sie überall dort anwerfen, wo die Straßenverkehrsordnung gilt. Das wäre auch der Aldi-Parkplatz oder der Parkplatz vor der Berufsschule oder was weiß ich, wo immer du das Ding herzeigen möchtest. Auf Privatgelände ist das ein anderes Ding. So,
Ganz interessant ist auch zu wissen, dass du solche Klappenauspuffanlagen, ob sie jetzt manuell oder elektronisch zu verstellen sind, nie in Mittelposition fahren darfst. Also die Klappe muss immer in Endposition sein, ganz auf oder ganz zu. Dazwischen nicht fahren, weil das beschädigt das ganze System. Grundlegend gehe ich eher auf manuelle Verstellungen, denn elektronische sind meist drehzahlabhängig oder arbeiten anderweitig, zeitorientiert oder drehzahlorientiert, irgendwas. Ich möchte doch schon selbst entscheiden, was ich da mache. Deswegen sind meine Fahrzeuge auch handgeschalten, die Autos. Ist aber ein anderes Thema. Was uns an diesem Fall aber noch fehlt, ist eine Soundprobe, ein Soundcheck. Das machen wir gleich im Anschluss. Ich wollte vorher noch mal kurz Dankeschön sagen für deine Unterstützung. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, schenk mir gerne einen Daumen hoch dafür. Wenn du noch nicht hast, gerne abonnieren für mehr Technik in diesem Fall. Diese Maschine ist jetzt soweit fertig. Bene freut sich darauf, jetzt in die Saison starten zu können. Hast ja eben gesehen, er hat auch ein bisschen mitgemacht. Für Marco war dieser kleine Einspieler, der sich da dazu geäußert hat. Es wäre schön, wenn er an seinem Mofa auch mal was selber macht. Ich glaube, in irgendeinem Livestream haben wir darüber mal gesprochen. Ja, es hat mir einen ganz großen Spaß gemacht, das Ding umzubauen und die ganze Geschichte so ein bisschen zu begleiten. Vielleicht hat es dir auch Spaß gemacht, dann werden wir uns jetzt demnächst, ja, das nächste Opfer wollte ich gerade sagen, aber das nächste Projekt ins Haus holen. Soundcheck jetzt und dann Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.